So, und da sind wir wieder bei GTA 5. Und wir holen uns ein Auto. Ein Auto. Ah, hier. Und damit cruisen wir zum nächsten Job. Und zwar fahren wir zu Dave, habe ich gehört. Transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Thank God for that. Oh, nice. 108.000. Gut, ist jetzt nicht viel, aber naja, es geht. Soll ich das machen? Ach ja, komm. Ach komm, wir hauen ihn noch runter. Hey, hey. So ja mal nicht. Screw this. This shit ain't worth it. Stopp. 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 Ups, jetzt ist er tot. Na nee, egal. Er wollte nicht stehen bleiben. Und ich hatte keinen Taser, also von daher. Achso, man muss ja hier A drücken. Stimmt ja. Na komm, dann bringen wir ihm das Fahrrad zurück. Kann ja nicht schaden. Nein, das funktioniert nicht. Ein neuer Kontoauszug liegt für Sie bereit. Ja, vielleicht später. So. Oh. Nee, oder? Ups. Egal. Wir haben es versucht. So, was ist denn jetzt die Mission mit dem Beta? B. Federal Investigation Bureau. Achso, das FIB, natürlich. Ja, gucken wir nochmal hin, ne? Gucken, was da so schief geht. Die Karre ist hier aber recht langsam, sehe ich gerade so. Aber naja, ist egal. Bam! Trevor hat da unten noch eine Mission. Das ist auch gut. Naja, wir fahren jetzt erstmal. Ich würde mir vielleicht mal einen Wegpunkt setzen. Ja, hier rum ist doch super. Hier gibt es normalerweise auch mal schnelle Fahrzeuge, aber gerade steht dann da. Naja, ich meine, also von der Schnelligkeit geht ja die Karre gerade mal. Ist auch gut handelbar, ne? Wir fahren jetzt einfach mal hier durch. Habe deine Zahlung enthalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Ah ja, erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu deinem Wort stehst. Ich hätte ja auch die Fresse einschlagen können mit deinem scheiß Baseballschläger. Wäre mir lieber gewesen, aber. Na gut. Man kann nicht alles haben, ne? So. Vielleicht können wir sie mir später nochmal heimzahlen oder sowas. Keine Ahnung. So, hier jetzt so ein bisschen rum. Boah, ist ganz schön steil hier, ne? Ich gehe steil, Alter. Boah, I was stuck in traffic forever. Ja, das ist mir eben doch aufgefallen. So, fahren wir mal hier direkt hoch. Wenn das geht. Ja, das geht. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? So. Ist zwar nicht ganz konventionell, aber ja, funktioniert schon. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ehe die Karre hier noch einen Abgang macht. So, und dann gehen wir hier manuell hoch. So. Hallo. Ah, wir müssen hier hoch, ne? Besser mal die Waffe wegstecken. Ja, danke schön. Davy, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right, I did it. Arrest me. You know what?
you'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Okay. Das ist interessant. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. Wachen wir noch nicht auf. Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth. The fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No, no. It's reanimating. You want to cut it in the coroner's office, you're gonna have to lose. Ah! Oh, Jesus! Get back from the dead, motherfucker! Ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt. Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Ja, geh du mal. So, was zum Anziehen? Okay. Haben wir das? That don't look right. Anscheinend ja nicht. Gucken wir mal hier. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Oh. Wo kommen wir hier raus? Okay. Mama,
should have stayed on the slab! So, die haben wir. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Oh, eine Schrotflinte. Ja. Jetzt ist der Controller ausgegangen. Haben wir? Zack. Ach, Mann. Moment mal, ich muss gerade mal gucken. Jetzt ist der Controller nämlich leer. Oh Gott, oh Gott. Einen Moment. Guck, gerade mal. Ich muss heute noch Batterien besorgen. Ups. Gerade meine Aufnahme, das passt ja super. So. Nehmen wir die hier. Vom anderen Controller habe ich vorher noch Castle Crashers mit aufgenommen. So. So. Zack. Zack. Oh, das sieht nicht viel besser aus. Das sieht gar nicht besser aus. Ich würde mal sagen, ich beende die Folge hier mal. Aufgrund Batteriemangels. Scheiße. Und gucke mal, dass ich eventuell zu einem späteren Zeitpunkt Batterien auftreibe. Ich kann es mal so versuchen. Nee, der Xbox-Controller stirbt direkt bei Anfang, ey. Das ist kacke. Ja, ich muss die Folge hiermit beenden. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist, wie es ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.